Sei gegrüßt und herzlich willkommen. Heute im Video der Ufy Clean L60 Saugroboter. Was der neue Roboter alles kann und was nicht und ob sich eine Anschaffung lohnt, erfährst du wie immer bei uns. Mein Name ist Carsten von TestVenture und das ist mein Review. Los geht's! Wir haben den Saugroboter schon komplett eingerichtet und eine Karte der Wohnung erstellen lassen. Ich zeige dir nun alles, was du über den Clean L60 wissen musst, um deine Wohnung oder dein Haus sauber zu halten. Fangen wir damit an, den L60 einmal unter die Lupe zu nehmen. Design und Merkmale. Optisch in Schwarz gehalten und unverkennbar die Sensoren an der Oberseite. Der Clean L60 besitzt eine Laser-Distanznavigation, welche durch eine Infrarot-Hindernisvermeidung unterstützt wird. So fährt der L60 nicht überall gegen und hinterlässt unschöne Kratzer oder ähnliches. Sollte das dennoch einmal vorkommen, gibt es an der Vorderseite eine dämpfende Vorrichtung, die auf Druck automatisch reagiert. Auf der hinteren Seite haben wir unsere Ladekontakte und die Behältervorrichtung. Schauen wir uns diese als nächstes an. Zum Entfernen drücken wir die beiden äußeren Tasten nach innen und ziehen den Behälter heraus. Bis jetzt ist die Verarbeitung für mein Empfinden sehr gut getroffen. Das Volumen vom Behälter ist mit 350 ml entsprechend groß und kann einiges an Staub und Dreck aufsammeln. Der Filter ist gut zu erreichen und kann entspannt gereinigt werden. Drehen wir nun den Saugroboter einmal um und schauen uns die Unterseite genauer an. Viel gibt es hier nicht mehr zu entdecken. Wir haben die einseitig verbaute Seitenbürste. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, zwei Seitenbürsten sind effektiver, aber auch damit lässt sich gut arbeiten. In der Mitte die Hauptbürste, auch die Vorrichtung ist einfach zu öffnen und die Bürste kann so von lästigen Haaren oder ähnliches gesäubert werden. Die Räder geben schön nach und können auf bis zu 20 mm hohe Teppiche klettern, hoch ist das nun nicht unbedingt. Auf der anderen Seite hat der Clean L60 eine Boost-IQ-Technologie, welche die Saugkraft an die vorhandene Oberfläche anpasst. Maximal bis zu 5000 PA sind möglich. Du hast nun schon einiges erfahren und Eindrücke bekommen. Wenn dir das Video gefällt, dann freuen wir uns über ein Like oder auch kostenloses Abo. Fragen kannst du gerne in den Kommentaren stellen. Ebenso findest du alle Links zum Ufy Clean L60 in der Videobeschreibung. Danke für deine Unterstützung. Reinigungsmöglichkeiten. Befinden wir uns nun in der Ufy Clean App, haben wir verschiedene Möglichkeiten zu reinigen. Klicken wir unten links auf Modus, können wir aus 4 Stufen auswählen. Leise, Standard, Turbo und Maximal. Zudem kommt der schon angesprochene Boost IQ Modus. Unter Anpassen können wir noch individuelle Einstellungen vornehmen. Zum einen können wir raumspezifisch die Stärke und auch bis zu 2 Wiederholungen einstellen. Möchten wir die eingestellte Reinigung nun starten, lassen wir mittig automatisch ausgewählt. Darüber hinaus können auch einzelne Räume oder auch Bereiche gesaugt werden. Zu den weiteren Einstellungen kommen wir nach unserer ersten Reinigung. Ich habe wie eben eingestellt alle Räume mit Standard-Saugstärke und zweifacher Ausführung ausgewählt. Einzelne Hindernisse habe ich vorher präpariert. Das Ergebnis schauen wir uns gleich an. Das Ergebnis ist ordentlich. Es wurde jede Menge Staub und Dreck aufgesammelt. Meine präparierten Aufgaben wurden fast zu 100% erfüllt.
Die Blumenerde war gut am Rand positioniert, da liegt auch ein wenig die Schwäche beim Saugvorgang. Wie auf den eingeblendeten Fotos zu sehen, zieht der Clean L60 erst eine Runde und danach die zweifache Ausführung wie vorher beschrieben. Leider hält er bei seiner gitterartigen Reinigung immer etwas Abstand zu den Rändern. Wäre das nicht der Fall gewesen, hätte er alles erledigen können. Karte bzw. Räume bearbeiten. Optisch ist die gezeichnete Karte von meiner Wohnung sehr gut gelungen. Die Karte kann bearbeitet werden, im Umfang für meine persönlichen Ansprüche vollkommen ausreichend. Räume zusammenfügen, benennen oder auch No-Go-Bereiche können super einfach und schnell erstellt werden. Sehr nutzerfreundlich und gut strukturiert. Weitere Einstellungen. Du kannst oben rechts über das Einstellungssymbol weitere Einstellungen finden. Ich zeige dir die wichtigsten im Überblick. Oben angefangen Karte verwalten. Hier kannst du die Multikartenspeicherung aktivieren für eventuelle Stockwerke, Kartennamen vergeben oder auch Karten löschen. Möchtest du eine neue Karte erstellen, kannst du das ebenfalls über das Plus-Symbol erledigen. Unter Planung kannst du deinen individuellen Reinigungsplan erstellen. Startzeit, Wiederholungen, Modus oder auch Bereiche können eingestellt werden. Die manuelle Bedienung ist, denke ich, selbsterklärend, funktioniert wie zu sehen einwandfrei. Hast du gegebenenfalls Kinder zu Hause, kannst du eine Tastensperre einrichten. Die ist in den Robotereinstellungen zu finden und nennt sich dementsprechend Kindersicherung. Akkulaufzeit. Nach meinem ersten Testlauf, wie im Protokoll zu sehen, waren nach 40 Minuten und ca. 43 Quadratmetern gute 15% Akku aufgebraucht. Da sich der Clean L60 ständig an der Station befindet, habe ich keine Akkuprobleme. Ist das allerdings nicht der Fall, dann verliert der Akku im Standby sehr schnell an Kapazität. Über Nacht war fast die komplette Leistung weg und ich musste den Roboter neu aufladen. Schon nervig irgendwie. Also entweder an der Ladestation lassen oder ausschalten. Angegeben werden 120 Minuten bei einer Akkuleistung von 2600 mAh. Fazit. Kommen wir zur allgemeinen Bewertung. Einrichtung und Verarbeitung sind meiner Auffassung nach top. Ich hatte nicht das Gefühl, Schrott in den Händen zu haben. Die gezeichnete Karte und auch die UFI Clean App gefallen mir sehr gut. Bei der Reinigung muss ich leider kleine Abstriche machen. Das Ergebnis ist zwar gut, aber die Navigation ist nicht ganz optimal. Die Steuerung der Reinigung scheint etwas unstrukturiert, auch wenn ein System dahinter steckt. Das einmalige Renderabfahren auch beim zweifachen Reinigungsmodus lässt die Ränder dann doch etwas im Stich. Hier konnte kein optimales Ergebnis erreicht werden. Im Großen und Ganzen ist der UFI Clean L60 mit derzeit knapp unter 250 Euro dann doch etwas zu teuer und ich würde mir persönlich dann doch einen mit Wischfunktion anschaffen. Wir können durch das etwas schwächelnde Preis-Leistungs-Verhältnis nur gute 4,0 von 5 möglichen Sternen vergeben. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Like und lieben Kommentar unter dem Video da. Über ein Abo würden wir uns ebenfalls freuen. Schau gerne auf unserem Testventure-Kanal vorbei für noch mehr spannende Videos. Danke für deine Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Deine Testventure Crew.